Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Strahlender Diamant. Und wir sind jetzt wieder an der Oberfläche und der Untergrund meint so viel wie gerade, wie ich sehe, bist du schon in den Untergrund gewesen. Sehr gut, dafür gibt es eine Belohnung von mir. Du erhältst eine Poposphäre S. Sehr klein. Und eine Indigo-Sphäre, Ja-Sphäre. Alles unwichtig, ich möchte weiter, bitte. Ja, gehen Sie bitte in Ihre Hütte. Wir tun jetzt auf jeden Fall erstmal unser Fahrrad wieder ausrüsten. Ach. Ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen in der Eingewöhnungsphase wieder. Aber wir können jetzt endlich mal weiter. Weil so wie ich es jetzt verstanden habe, können wir nach Herzhofen? Weiß nicht. Oh nein! Ich habe was Wichtiges vergessen. Verdammt! Wir müssen uns erst unsere Pokémons noch heilen. Mensch. Ich das hasse, jedes Mal zurückzugehen. Tut mir leid, auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, ich möchte, dass meine Pokémons wieder topfit sind. Ich glaube, Gyarados lasse ich lieber noch vorne. Aber ist gar nicht mehr so schlecht, dass wir Gyarados jetzt mal vorne dran haben. Und jetzt geht's runter. Ich bin gespannt, wo wir jetzt als nächstes gerade mal hinkommen. Oh ja. Kämpfe. Das ist eh das Beste. Machen wir mal wieder ein paar Leute fertig. Können wir doch am besten. Okay, Biker Axel. Du nennst dich Biker? Kommt er mit dem Staravia. Ui, wir haben ein richtiges Fahrrad-Outfit. Gibt's ja nicht. So. Oh je. Die werden halt auch immer besser. Sollte auch mal trainieren. Alter, wie geil sieht denn das aus? Wie sieht ein Kaskade aus? Voll geil. Boah, das mache ich jetzt aber nicht nochmal. Das ist stark. Mega stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Mann. Wow. Nicht so schlecht, dass wir Carpador erstmal noch entwickelt haben. Also, muss man schon sagen. Gyarados ist halt hart. Ja, und ich kann eigentlich nicht mal in die andere Richtung wirklich lenken. So, was hast du denn, Maya? Zeig mir dein Pokémon. Oh, und Shinux. Ich wette, ich mach das platt. Ich weiß schon jetzt, der Kampf ist gewonnen. Aber es ist so schön, generell, wie ich dieses Spiel aufgebaut habe. Ich könnte hier stundenlang sitzen und zocken. So. Nochmal Kaskade. Bam. Weg. One Hit. So. Na, hätte ich nicht gedacht, hä? Oh. Ring, ring, pass auf, wo du hinfährst. Oder wolltest du mich einfach entbillen? Biker Oleg. Oleg. Setz Ponita ein. Oh Gott. Geliefert. Wir sind schon jetzt bereit für Pokémon-Liga-Wetten. Nein, Spaß. Spaß. Sind wir nicht. Kein bisschen. Boah, wie geil das aussieht. Kaskade, Mann. Voll geil. Richtig geil gemacht, ey. Ja, dich haben wir auch schon fertig. Auch nicht mal 2 Minuten für hier. Ja, machen wir auch noch fertig. Wir wollen ja Erfahrungspunkte sammeln. Oh, 2 Pokémon. Die traut sich was. Eine starre Lilly. Ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt mache. Los, Gyarados.
Bettbedroher ein. Und jetzt Skade. Ich liebe mein Gyarados. I love it. I love it. Oh ja. Es wäre, wenn ich nur mit dem Gyarados diese Pokémon-Liga schaffen würde. Voll geil. Ich glaube nicht, dass ich es hinkriegen würde. Ich glaube nicht. So. Sind wir jetzt fertig auf der Brücke oder eher nicht? Danke fürs Geld. Ich bin mal weg. Oh, da ist ja noch jemand. Oh, ist ja noch gar nicht fertig. Okay. Du willst auf die harte Tour, Kollege. Willst? Oh, dann noch zwei. Wie viele Fahrradleute sind denn hier? Ist ja nicht. So. Nein, nicht Platscher. Nein. Oh, Mann. Warum? Das frage ich mich sowieso. Warum hat ein Carpador Platscher als Attacke, wo nichts macht, ja? Und dann hast du es ja trotzdem noch, wenn es ein Gyarados ist, bevor du eine neue Attacke lernst, wenn du erstmal noch nicht alles voll hast. Oh, Staravia ist 25. Super. Ach komm, machen wir fertig. Lass jetzt mal Gyarados eine Zeit lang kämpfen. Hat er sich verdient. Hat er sich verdient einfach. Super. Und wieder hoch. Boah, fertig gemacht. Volltreffer. Kaskade wird meine Lieblingsattacke. Oh, Mascholo ist ja 23. Biker Robert wurde besiegt. Oh, schade. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, er entwickelt sich. Ich weiß nämlich nicht mehr, wann er sich entwickelt. Meine Güte. So, noch einer. Arne. Zubat. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. So. Und Skade. Es sieht aber auch wunderschön aus, muss man ehrlich sagen. Wie Gyarados im Wasserfall hochgeht, nur um Zubat reinzuhauen. Ist das nicht schön? Und weiter. Wir nehmen jeden mit. Es muss einfach sein, Leute. Es muss einfach sein. Wir müssen jeden mitnehmen. Ohne Kampf werden wir nicht stärker. Oh, jetzt schon wieder Shinux. Tipps und Tricks. Jetzt geht's los mit Kaskade. Oh, die geht mir auch gleich aus. So. 7 von 15, eher gesagt, jetzt noch 6 von 15. Ich glaube, wir bräuchten mal ein bisschen Ether. Oh, wir könnten auch eigentlich mal in Flori könnten wir auch mal nachgucken, ob irgendwas an den Bäumen schon mal ist. An Pokémon. Also ich versuche schon sehr viel Story eigentlich mehr reinzupacken. Aber Pokémon ist ja an sich sehr viel Kampf, sehr viel Fang. Deswegen, wenn es mal langweilig wird, einfach in die Kommentare reinschreiben. Versteh's, aber die von Pokémon kennen, das ist so. Und das ist halt die ungeschnittene Wahrheit. Sagen wir es mal so. So. Und jetzt komm schon, du bist die Letzte, oder? Aber ich bin nicht sehr gut darin, platte Reifen zu flicken. Ah, ich weiß ja nicht, wir haben keinen platten Reifen, Mann. Die reden auch immer irgendwas. Oh, Katharina. Reden auch immer. Oh, Pikachu. Eigentlich.
Also ich muss ehrlich sagen, die Charaktere tun manchmal schon irgendwas labern, wo ich mir denke, so, das hat gar nichts damit zu tun, was wir eigentlich hier gerade machen. So. Oh, schade. Ach, die Paralyse kriegen wir weg. Und tschüss mit dir. Super, 22. Ein schönes Level hochgestiegen. Ist das nicht schön? Und? Nein. Geh doch rein. Dankeschön. Aha. Keiner macht hier was. Route 206. Oh. Nein, ich wollte eigentlich gerade nicht hier drauf. Ich wollte so drauf. Aber ich wollte das hier mal wegmachen. Wir können hier Zerschneider einsetzen. Bidiza! Tut Bidiza schon arg leid. Und hier auch wieder. Dankeschön. Oh, Hyperheiler. Okay, ich möchte hier mal bitte rüber. Ohne großartige Probleme. Oh, hier könnten wir Honig dran machen. Ja, ich möchte hier Honig dran machen. Danke. Oh ja. Super Schutz. Vielleicht finden wir hier noch was. An Items oder Pokémons. Ah. Oh. Und was kommt? Ein Ponita, ja! Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben noch nicht mal ein Feuer-Pokémon. Und ich bräuchte nur schon eigentlich ein Feuer-Pokémon. Oh nein! Ich dachte jetzt gerade, ich hätte einen Angriff gemacht, aber habe ich ja gar nicht. Wirklich Pokémon ausgewählt. Perfekt! So muss das laufen, Leute, beim ersten Fang. Erster Wurf, erster Fang. So muss das sein. Feuerpferd-Pokémon. Bereits eine Stunde nach der Geburt wachsen seine lodernde Mähne und sein feuriger Schweif, was ihm eine prächtige Erscheinung verleiht. Wunderschön. Wunderschön. Ponita ist ein wunderschönes Pokémon. Hm. So, Feuerheiler. Oh. Perfekt. Noch ein Kampf? Da unten. Wanderer Tobias. Onix. Hätte ich auch gern. Komm, mein Pokémon, hä? Garados macht die locker fertig mit einmal Kaskade. Tschüss. Komm schon. Deckel. Ach. Nichts. Kaskade. Und weg mit dir. Oh nein. Robustheit. Ich hab's doch geahnt. Warum hat dieses Onix eigentlich noch Tackle? Muss sein. Und das nächste ist noch ein Onix. Okay. Und wahrscheinlich hat es auch wieder Robustheit. Also ich muss ehrlich sagen, für das, dass wir so wenig eigentlich bis jetzt gezockt haben, kommen wir ehrlich gesagt sehr schnell durch. Ich meine, wir haben schon zwei Orden. Aha. Ist herabgestürzt und setzt Kaskade ein. Perfekt. Ah, oh, das hat diesmal keine Robustheit gehabt. Okay. Nee, aber an sich kommen wir sehr schnell durch irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Damals als Kind habe ich generell länger gebraucht. Ja, okay, ich habe auch meistens überlesen, was generell, wo ich hin muss oder was ich machen muss. Ja, ein Skunkapu. Oh, ihr merkt schon, ich bin wieder voll in Fanglaune.
einfach nicht. Jedes Mal dasselbe. Ich will irgendwo hin und trotzdem muss ich erstmal alles fangen, was von meiner Linse kommt, was ich noch nicht habe. Und? Perfekt. Mach's Ponita gleich und komm zu mir in mein Team. So. Skunkapoo. Stinktier-Pokémon. Zum Schutz versprüht es eine enorm stinkende Flüssigkeit aus seinem Hinterleib, deren Geruch 24 Stunden lang anhält. Gegen dieses Skunkapoo würde ich nie treten wollen, irgendwie. Nee. Hätte ich keine Lust, dass es mich hinterher anpuppert. Oh. Das ist eine Höhle. Hier war noch ein Item. Giftstich. Für Gift-Pokémon sehr gut. Ich glaube aber, wir tun erstmal ihn von seiner Paralyse heilen. Nämlich Paraheiler einsetzen. Und einen Trank braucht man noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal in die Höhle. Oh nein! Ich will mich nicht verirren. Tut mir leid, liebe Leute, aber da will ich noch nicht rein. Wir merken uns aber diese Höhle auf Route 206. Weil da gehen wir irgendwann auf jeden Fall wieder rein. Aber jetzt bitte noch nicht. Ich will jetzt nicht hinterher da betroffen sein, sage ich jetzt mal. Ein Bronzel! Ja! Perfekt! Geil. Jetzt holen wir uns noch das Bronzel. Komm zu mir, mein Friend. Oh. Dieses Bronzel will echt Stress, habe ich das Gefühl. Jetzt komm. Was für Gegenstoß. Ich habe nichts gemacht. Komm jetzt. Eins. Eins. Zwei. Und. Komm jetzt. Ich weiß nicht, kennt jemand das von euch auch generell das Gefühl, wenn ihr ein Pokémon fangt und es hoffentlich drin bleibt, ja? Einfach dieses hoffentlich bleibt es drin. Sie ist mal dasselbe. Ein Bibbern. Bronze-Pokémon. Im alten Gräbern wurden Gegenstände gefunden, die Bronze zum Verwechseln ähnlich sehen. Doch ist es unklar, ob ein Zusammenhang besteht. Perfekt. Wir sammeln Pokémons und können ganz gediegen weitergehen. Warum gehen eigentlich die Bäume jedes Mal wieder dazu? Das verstehe ich einfach nicht. Jedes Mal ist es dasselbe. Warum eigentlich? So, ich möchte auf mein Fahrrad. Lucia! Hi Joker! Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ach, irgendwie. Irgendwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Tolles für dich. Na Joker, welche Hand soll es sein? Rechts oder links? Rechts oder links? Nehmen wir links. Verstehe, du willst also Kampfwander. Ich bin beeindruckt, Joker. Du hast eben, du weißt eben, worauf es ankommt. Ich bin jetzt ein Kampfwander. Okay. Was kann man mit dem machen? Kannst du Trainer ausfindig machen, die auf dem einen Rückkampf? Das heißt, die wollen generell wollen, dass wir nochmal gegen sie kämpfen. Finde ich gar nicht schlecht. Gut. Das ist super. Freut mich. Perfekt. Ging es hier nicht nach Ewi genau? Perfekt, hier ging es ja nach Herzofen. Oder? Aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle
sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.